Einen wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Daytrading in der Praxis, natürlich mit Alois Mathiesen und Jan-Robert Schutte. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich pünktlich um 18 Uhr heute Abend begrüßen, kurz vorm Feiertag in Deutschland. Ich glaube, bei den Jungs sieht es etwas anders aus, was die Feiertage angeht. Bei uns ist auf jeden Fall super Wetter. Ich hoffe, Sie genießen das nach dem Webinar natürlich. Und ja, springen wir mal direkt zum Risikohinweis. Denn Sie kennen es alle, wie auch jedes Webinar dient dieses nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte verstehen Sie nichts des gleich Gezeigten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was die beiden Referenten zeigen, handeln oder auch analysieren sollten. Denn schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig vorab von der Seite von FX Flat zu sagen. Und dann wäre es das auch eigentlich vorab von mir alles. Dann würde ich sagen, an wen darf ich als erstes übergeben? Jan Robert? Das ist gut. Ja, an dich? Oder? Dann machen wir Sehr gut. so. Ja, muss ich den Schirm teilen natürlich. Show Ganz richtig. Screen. Jetzt gibt es hier. Ich sehe Das sieht gut aus. eine Menge Leute. Also vielen Dank für die Zeit natürlich. Also Aloise, herzlich willkommen. Wir möchten einige Slides zeigen und dann gehen wir nach in die Praxis. Wir laden auch jeden ein, auf jeden Fall Fragen zu stellen und auch ihre Märkte in den Chat zu schreiben. Also, wir gehen den ersten Schritt machen nach Result, nach Erfolg. Und das mit dem Webinar haben Sie das auch gemacht. Und Alois und ich, die haben unsere Fußspuren gesetzt und bekommen auf der Börse. In den Jahren 1890 und wir waren Marktmakers, Option-Börse, ehemaliges Parkettgeschäft in Amsterdam. Also, Alois, hast auch, dort hast du auch gelernt, Risiko zu managen, ne? Ja, das lernt man natürlich als erste, wenn man auf die Optionsbeurs als Handler anfängt. Denn das ist Risiken eingehen, das ist ganz einfach, aber die Risiken gut managen, das ist sehr schwierig und das ist sehr wichtig, wenn man mit Trader Geld verdienen möchte. Absolut. Also, Ja, mein vielleicht kannst du kurz introduzieren auch. Ja, mein Kerngeschäft, das ist Proprietary Trading für eigene Rechnung. Und ich bin nicht ein Entwickler von Systemen eigentlich. Das war zufälligerweise ist das so gekommen. Weil ich älter wurde, wollte ich ein System haben. Und da habe ich gedacht, wenn ich ein System habe, das macht so ungefähr, wie ich denke, dass man handeln soll. Und wie ich meine Händler früher ausgebildet habe. Dann wäre es etwas einfacher. Und so habe ich damit angefangen. Ich war in der Zeit, das war in der 80er und 90er Jahre, da war ich Market Maker. Ich bin angefangen als Market Maker auf der Optionsbörse und später bin ich Direktor geworden von einem Handelshaus. Das waren zwei Investoren, die hatten sechs Händler und die haben mich gefragt, um das auszubauen. Das habe ich ausgebaut in einem Jahr nach 27 Händler, wovon die Hälfte Daytrader war. Und das war in der Zeit, dass eigentlich das aus Amerika überkam. Das war etwas ganz Neues in der Zeit, Daytrading. Und ich fand das sehr interessant. Und so bin ich damit angefangen und habe auch eine eigene Ausbildung gegründet für Daytrader. Ja, auch, natürlich bin ich auch älter geworden, und ich habe genauso wie jeder auch am Anfang, habe ich natürlich auch Fehler gemacht, Geld verloren. Aber das ist, was ich soeben gesagt habe, sehr wichtig. Man soll immer wissen, was die Risiken sind, die man eingeht. Und dann kann man das überleben, auch wenn es mal nicht gut geht. Das ist sehr wichtig. Man soll immer mit Risiken beschäftigt sein. Okay, danke schön, Alois. Also, mein Name ist Jan-Robert Schulze und ich bin seit 2017 auch Option, nein, Kryptohändler. Und ich sehe, dass eigentlich
der Sheet hier gibt es von Alois noch, dass er ein Interview gemacht hat in World of Trading, Alois, ja, das stimmt, hè? Ja, das war vor einigen Jahren her, war ich verschiedene Mal auf der World of Trading in Frankfurt. Ich habe da auch eine Präsentation gegeben, war auch ein Interview. Und so habe ich auch in Deutschland schon Erfahrungen gemacht. Und deshalb möchten wir jetzt das auch wieder mit dem System hier in Zusammenarbeit mit FX Flat machen. Ja, natürlich. Und du warst auch in Frankfurt, hast du gesprochen, gab 5.000, 10.000 Leute auch. Und auch bald in Holland, ein Investors-Tag, Anlegertag. Und ja, die Sheet hatte ich hier gezeigt. Das ist hier mit dem Büchlein. Ich habe seit 2017 auch Erfahrung mit Krypto. Und ich habe gesehen, mit FX Flat ist sehr gut, Kryptos zu handeln. Auch von der Short-Seite. Also, das ist sehr cool. Ich möchte gerne wissen, wer von Ihnen ist auch interessiert in Kryptos mit FX Flat zu handeln? Ich habe für die Anfänge auf Deutsch und Englisch ein Buch geschrieben und wir haben seit November letztes Jahr 6.000 Bücher schon verkauft und jetzt ist es auch auf Englisch. Und ja, ich habe auch ich habe auch gelernt, Options und Futures zu handeln in Jahren 90, Ende Jahre 90. Und ich habe Leitung gegeben an Abteilung Content Research von Bink Bank, jetzt Saxo. Und ich bin Co-Gründer für Option Academy und auch Crypto Academy. Und ich habe als über 25 Jahre praktische Erfahrung, wie Alois auch. Und wie ich sagte, seit 2017 auch Händler und auch spreche ich auf Konferenzen. Jetzt in Manila, diese Woche auch in Hanoi, Vietnam. Und es gibt sehr viele Händler und auch in Dubai. Jetzt FX Flat Live, das war im Oktober, das war mit Alois war da und jetzt bald auch. Also unser Gutachten von Alois und mich kombiniert ist, dass wir jahrelange praktische Erfahrung haben und wir trainieren selbst mit dem MTW-System und wir wissen, wo die Fallstricke beim Handel liegen. Also Handel ist nicht einfach und man braucht auch ein gutes System. Und wir wissen auch, wie man erfolgreich handelt in 3D. Und wir wissen auch, wie man der Masse einen Schritt voraus ist. Also wir nutzen auch die Momentum in einer frühen Phase. Vielleicht kennen Sie das auch, dass wenn ihr kauft auf den Topf und es geht runter oder auf den Boden geht man verkaufen und geht wieder zu oben. Vielleicht ihr nicht, weil sie mit FX Flat gut handeln natürlich. Aber wir finden es sehr schön, sehr toll, um andere Trader auch zu helfen und ebenfalls erfolgreich zu werden und zu bleiben. Und wir bleiben immer an der Ball des Hauses und scharf. Und die Vorteile von dem System auch, das ist, dass man braucht nicht ganze Tag zu handeln. Ich persönlich handle 30 Minuten, eine Stunde, max. Anderthalb Stunden. Und Alois denke ich auch in der Morgen mit der DAX zum Beispiel. Und das Handelssystem ist auf jedem Markt anwendbar. Und das ist sehr gut, dass man das auf jedem Markt machen kann. Und man muss gucken, ja, dass man nur einige, ja, ich gebe ein Pop-up, okay, dass man auf jedem Markt, was Sie auch handeln möchten. Und ich bin gespannt, was handelt die meisten Leute hier? Ist das zum Beispiel DAX oder NASDAQ oder US30 oder Rohstoffe, Krypto vielleicht? Kann man sagen in de chat. En natuurlijk moet de markt volatiel zijn. Dan kan man ook Erfolg bekommen in de markt. En het is complementair zu long-only strategieën. Vielleicht hebben ze ook Aktien in het portfolio, wenn es runter geht. Heutzutage ook, letzte Woche geht es runter. Dan is het goed, een System zu haben, um short zu gehen. Also,
Risikodiversifikation ist das. Was wir nicht machen, ist mit Daytrading Positionen über eine Nacht mitzunehmen. Wir können immer Positionen schließen und den nächsten Tag können wir schon beobachten, wie der Markt ist. Also wir haben kein Risiko overnight. Und man bekommt auch Rückendeckung durch erfahrene Trader, nicht nur Alois und mir, aber auch andere erfahrene Trader mit in unserer Community. Es gibt Telegram-Channels und Gruppen für Trader, also ein virtuelles Handelsraum. Und sie bekommen auch exklusive Zugang zum Membership-Site. Ja, das gibt auch ein Bonus für euch. Leute, die bis Ende sitzen bleiben, die können auch Informationen bekommen und auch Bonus-Sheets für Patronen. Und ich möchte die Link hier einfügen in den Chat. Und dann kann Alois mal sagen, ja, keep it simple, eh? Keep it einfach. Ja, das ist dein Motto, hè? Ja, das ist am besten. So bin ich auch privat. Ich mache alles ganz einfach, wenn es möglich ist. Aber das gilt natürlich auch für Trading. Und man soll, es ist schon kompliziert genug. Und man soll es nicht komplizierter machen. Und Erfolg, das ist auch kein Hokuspokus. Das ist nur Fokus, Fokus. Und was auch sehr, sehr, dass sie konsequentes Handeln. Das ist sehr wichtig. Und ja, man braucht auch natürlich nicht stundenlang vor dem Bildschirm zu sitzen. Das kann man nicht. Es ist unmöglich, um 8 Stunden konzentriert zu sein. Daytrading ist nicht riskant. Aber man soll wissen, was die Risiken zijn. Das soll man sehr gut wissen. Und man soll über viel technisches Wissen verfügen. Nein, natürlich, wenn Sie Kenntnis haben, das ist natürlich gut. Aber man soll kein Profi-Trader sein. Man soll nur etwas davon wissen. Und man, das können wir später, zeige ich das Ihnen mit die Charts. Aber man braucht kein professioneller Händler zu sein. Auch ein Vorurteil. Sie müssen gut informiert sein. Na, ein Daytrader muss eigentlich gar nicht informiert sein über den Markt. Er soll schauen nach der Chart. Und wenn der Chart hoch geht, dann soll er long sein, kaufen. Und wenn der Chart nach unten geht, dann soll er short sitzen und verkaufen. Das ist genau, denn es kommt sehr oft vor, dass der Chart etwas eine Richtung hat in einer Stunde zum Beispiel, der gar nicht die Richtung ist von was man vermutet oder was man denken soll, dass der Markt eigentlich hingehen soll. Und sie müssen eine Menge recherchieren. Nein, das brauchen sie auch nicht. Sie brauchen nur für Daytrading ein gutes Chart mit guter Data. Und das bekommen sie von FX Flat. Auch so ein Vorurteil, nur der Broker verdient Geld. Nein, das ist nicht so. Deshalb ist es wichtig, dass sie mit einem guten Broker Geschäfte machen. Aber zum Beispiel mit CFDs handeln, das ist eigentlich eine der besten Produkte für Daytrading. Ist es sehr billig und hat man nicht so viele Kosten. Das kann ich Ihnen später auch mal zeigen. Ja, Alois, das ist sehr gut. Und ja, DAX, FX Flat hat sehr gute, spread sehr gute Konditionen natürlich. Da kann Florian auch jetzt oder später etwas sagen auf dem Ende. Alois, deine Spezialität ist auch in der Ochtend, morgen zu handeln, ne? 1,5 Stunden am DAX. Ja, wenn ich den DAX handel, dann mache ich das meistens morgens von 9 bis 10:30, 11 Uhr ungefähr. Ja, das ist eigentlich die beste Zeit. Und mittags kann man oft besser zum Beispiel ein Nasdaq oder de S&P oder Dow Jones handeln. Ja, genau wie du, Jan-Robert, wir sind de Faber van de Nasdaq nachmittags. Ja. Ja.
waar die ungefähr gleich ist, ist gut zu vergleichen mit der DAX. Ja, und die Attendees, die Händler, was handeln die, Florian, auf meistens? Ist das auch der DAX natürlich, ist Deutschland? Oder auch andere Produkte? Also tatsächlich, die deutschen Kunden, sage ich mal, handeln meistens den DAX und natürlich den Dow und Euro-US-Dollar. Und ja, es kommt tatsächlich, was die Futures angeht, ist der S&P Future, der E-Mini, der ist auch sehr stark gehandelt, sage ich mal. Ja. Okay, cool, cool. Und auch Kryptos hast du auch gesehen, Bitcoin zum Beispiel, ist auch volatil, ne? Ja, Kryptos geht auch, wird mehr, ne? Also vor allem natürlich Bitcoin, aber dadurch, dass Bitcoin natürlich sehr, sehr, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal viel Margin braucht, ne? Weil auf Krypto-CFDs ist ja nur ein 1:2er Hebel, ne? Und da muss man Kapital auch erstmal haben, um das zu handeln, aber wenn man es dann hat, dann handeln die Leute das auch. So ist es nicht. Ja, natürlich. Okay, also gut. Also die Punkte, total ist immer 1901 Punkte, year to date, bis 27,5 sehe ich, hat Alois noch beigewirkt und ja, die meisten Trader, die fokussen sich auf Column G, auf die Hit-Ratio. Die sagen, okay, Hit-Ratio muss sehr hoch sein, aber wir denken auch, dass Hit-Ratio kann mehr als 50% sein, zum Beispiel 57,8. Und aber das ist ja, mehr wichtiger ist Column H, das ist Profit-Faktor. Also das ist Gewinne geteilt durch Verlust und das, also wenn da 4,2 steht, das ist 7,1, dann bedeutet das, die Gewinne viermal so groß sein als die Verluste. Ist das richtig, Alois? Ja, stimmt, ja, Robert. Der Profit Factor, der soll mindestens 1 sein. Dann ist die Gewinne geteilt durch die Verluste. Wenn die gleich sind, dann ist das 1. Also alles über 1 ist gut, eigentlich in Ordnung. Und das macht nichts aus, ob man das mit 10 Trades macht oder mit 20 oder 30 Trades. Mich interessiert es eigentlich nicht, wie viele Trades ich mache. Was mich interessiert, ist, dass ich am Ende Geld verdiene. Und deshalb schaue ich immer nach dem Profit-Faktor. Ja, das ist besser. Es kann selbst sein, ich habe früher auch Händler gehabt, dass man mit einem Hit-Ratio von 47, 48% kann man noch sehr gut Geld verdienen. Aber das geht da dann um, wie man die Risiken managt. Ja, ja, natürlich. Und was auch gut ist, eins oder zwei oder drei Märkte zu handeln, zum Beispiel DAX in den Morgen und Nasdaq oder US in der Mittag und auch eure Dollar. Und man sieht auch die grüne Linie unten, das ist 700, stimmt das? 720 Pips heute zutage. Ist sehr gut. Mal 10 ist 7200 Dollar. Und die blaue Linie ist besser, das ist auch der Nasdaq, das sind Punkte. Mehr als 1470 Punkte. Mit einem Kontrakt ist das 1470 Euro und mal 10 ist 14.077. Und mit dem System, wenn man das in der DAX ist, der beste. Und das ist 1901 Punkte heutzutage. Mit 10 Kontrakten sind das 19.010 Euro. Also, ich mache eine Kompoundierung, Zinseszins. Das ist, angenommen, Sie beginnen mit 1.000 Euro und Sie haben ein Ziel von 0,5% pro Tag mit einer Positionsgröße, Lot Size auf Euro-Dollar 20.000. Dann braucht man nur 3 Pips pro Tag und dann wachsen die 1.000 Euro in ein Handelsjahr auf bis zum 2.684. Also das ist möglich und ja, die Forex ist auch sehr volatil natürlich und manchmal gibt es auch 10, 20 oder 30 Pips auf einem Tag, wie vielleicht auch mehr.
Also die Ergebnisse, wir gehen bald nach die Grafiken an, Luisa. Die Ja. Ergebnisse in der DAX in 2021, ein vorheriges Jahr, das war für eineinhalb Stunden Handeln. Angenommen, Sie handeln mit 10 CFDs auf dem deutschen DAX-Index, wo ein CFD-Kontrakt für 1 Euro pro Punkt steht. Also 10 CFDs ist 10 Euro pro Punkt. Und die 2514 DAX-Punkte voriges Jahr mal 10 ist 25.140 Euro Gewinn und mit einer Hebelwirkung von 1 auf 20 Margin mit Mindesthandelskapital erforderlich ungefähr 8.000 Euro muss es sein und kann ja, zwischen 7.500 und 8.000 sein. Aber wenn man zum Beispiel 16.000 hantiert, dann ist der ROI ungefähr 157%. Aber Sie sind ein sehr guter Trader, wenn Sie ungefähr die Hälfte dieser Ergebnisse erreichen. Also, es ist möglich, erfolgreich zu sein. Man braucht ein System natürlich. Und unser System, wie wir mir zeigen, gehen wir immer mit dem Momentum mit. Und Jesse Livermore hat mehr als 100 Jahre auch gehandelt. Und er ist ein sehr erfolgreicher Trader. Und er sagte, erfolgreiche Traders immer folgen die Linie von wenigsten Widerstand, also der Trend. Man muss den Trend folgen. Und das, der Trend ist, ja, ist der Trend. Und das möchten wir auch zeigen jetzt mit den Grafiken. Also man muss natürlich Risiko managen, aber man muss auch Positionen einnehmen. Und jetzt geht Alois auch eine Position einnehmen, auch mit den Grafiken zu analysieren. Also ich möchte dich zu präsenter machen. Und ich Ja. denke, dass das auch ein Schirm zeigen kann, ne? Mit den Grafiken. Siehst du meine Grafiken? Ja, das sehen wir. Ja, toll. Okay. Also, was Sie hier sehen, das ist MetaTrader 4 von FX also, Flood. Also, ich sehe es noch nicht. Mit mein System, das TS System, das heißt Trade Support System. Was ich mache bei der Entwicklung vom System, was für mich sehr wichtig. Was so eben Jesse Livermore gesagt hat, man soll eigentlich versuchen mitzugehen mit dem Markt. Man soll keine Idee haben und sagen, okay, ich denke, dass es vielleicht höher geht hier. Nein, der Markt ist immer der Boss. Man soll immer wie ein Hund hinter seinen Boss hinterher gehen. Und so ist es auch mit dem Markt. Denn der Markt hat immer Recht und nicht Sie oder ich. Wir machen den Markt nicht. Der Markt, der macht, was er selber will. Aber ich, zuerst soll ich mal anfangen mit einigen Tipps für Sie. Ja, zum Beispiel, bitte, ja? Florian, ist die Grafik sichtbar? Ja, ist sichtbar. Ja, okay. Alles gut. Okay, danke. Dankeschön. Zum Beispiel Anleger, die verwenden sehr oft Trendlinien. Zum Beispiel so etwas. Das macht ein professioneller Daytrader, der macht das nicht. Der verwendet nur horizontale Linien. Ich zeige Ihnen mal etwas davon. Zum Beispiel hier sehen Sie. Hier gibt es 1, 2 Punkte. Und dann kann man hier. Moment. So. Dann sieht man hier so eine Linie. Und dann sieht man, wenn er hier ausbricht, das kann der Anfang sein, eine neue Welle hier. Genauso kann man das hier auch machen. Wenn es hier wieder einen Punkt gibt, sieht man es hier. Und dann geht es hier wieder hoch. Wenn es dann wieder zurückkommt, dann kann man sagen, okay, die lag schon hier, diese Linie. Die kann ich etwas verlängern. Hier, zo. Und dann sieht man, dat was hier uitbroken was, een weerstand eigenlijk, en hier, dat wordt hier ondersteuning. En zo kan men verder gaan. Hier ook, bijvoorbeeld, wanneer er een top gibt of een bodem, is natuurlijk hetzelfde. Man kan het hier met die bodem, hier kan man dat ook maken. Maar hier
Oben kann man das hier zum Beispiel machen. Wenn man das so sieht, ja, das, dann sehen Sie hier, kann man hier so eine Linie ziehen. Ja, na, was man eigentlich sieht, und das ist, was ich immer mache, wenn ich analysiere, mache ich das immer mit einer Liniengrafik. Ja, also normalerweise arbeite ich mit Japanese Candlesticks, ja, aber für Analyse verwende ich eine Linie. Und dann sehen Sie hier eigentlich, das ist ein Kopf, ein Head, und das ist ein linker Schulter und ein rechter Schulter. Also das ist bekannt als Head and Shoulder Pattern. Na, dann sieht man hier, dass es hier ausbricht nach unten, kommt es nochmal zurück, ne, dann kann man das hier verlängern. Ja, und dann sieht man wieder, dass es hier weiter runter geht. Ja, maar wenn man dan weer hierheen weer terugkomt, kan men dat verlengen. Zo ziet man, had man een idee wat die markt vielleicht machen wil. Ja, man wijst es natuurlijk niet zo voor. Wenn man zo voor wijst op de naar unten geht of naar oben, ja, dan wäre es ganz einfach. Maar dat wijst man niet. Ja, denn was hier rechts in de grafiek passieren soll, dat wissen we jetzt niet. Das wissen wir nach 5 Minuten oder nach einer Stunde. Aber das ist eine Art, ganz einfache Art, wie man weiß, okay, es kann, so wie hier zum Beispiel, das hätte hier Unterstützung sein können, war es nicht. Es geht ganz durch. Das ist genau, was ich soeben gesagt habe. Der Markt macht immer, was selber will. Der Markt macht nicht, was wir gerne wollen. Und hier kommt es nochmal zurück. Und, ja, und wenn es dann wieder nach unten geht, dann soll man als Händler auch hier reingehen, mit einer Short-Position. Und so kann man das am besten erklären. Und dann sieht man auch, dass der Markt manchmal so in Stufen nach oben und nach unten geht. Hier. Das ist hier das große Grafik. Das ist eine Minute Grafik. Hier rechts oben habe ich eine 5 Minuten Grafik und rechts unten eine 15 Minuten. In die 15 Minuten ein höheres Timeframe verwende ich nicht während meiner Daytrading. Und hier haben wir die Pivot Points einprogrammiert. Das wird jeden Tag automatisch reingesetzt. Das brauchen Sie nicht selber zu tun. Pivot Points, das sind Levels, die werden berechnet von den Kursen von der vorigen Tag. Also dann hat man nach oben R1, das ist Resistance 1, 2 und 3. Nach unten Support 1, 2 und 3. Was wir dazu gemacht haben, das ist hier die Daily Open. Hier, das ist diese gelbe Linie mit DO. Yesterday low, das war das Low von gestern. Und yesterday high, der high, das Höchstpunkt von gestern. Was man oft sieht, ist, das sieht man hier eigentlich auch, dass speziell in einem Markt wie heute, dass es oft solche Levels als Unterstützung oder Widerstand gibt. Und das hat nichts damit zu tun, dass man das vorher berechnen kann. Ja, aber es hat nur damit zu tun, dass viele Leute, und das ist die letzten 15, 20 Jahre, dass man viel mit Pivot Points arbeitet. Und wenn es dann genug Leute denken, hier liegt Widerstand, ja, die gehen dann aus dem Markt und dann kann man das hier bekommen. Jetzt ist natürlich etwas ganz verschieden heute, weil um 8 Uhr und 8:30 wird eine Pressekonferenz der FED gemacht. Und ja, der Markt ist ganz ruhig im Moment, weil keiner Risiko eingehen will. Aber so kann man sehen, und auch morgens, wenn ich anfange, was es die Stunde davor gemacht hat. Dann gehe ich hier nach den 5 Minuten. Das ist, in den 5 Minuten steht das gleiche System wie in der 1 Minute, sondern die Einstellungen sind etwas anders. Was Sie hier sehen, das ist ein PMA, ein Proprietary Moving Average.
Das bedeutet, of das heißt eigentlich eine selber gemachte Moving Average. Die kann man nicht verwenden als Unterstützung hier. Und wenn es nach unten geht, kann man die auch nicht verwenden als Widerstand. Man braucht es hier nur, die Farbe gibt, sagt, was es Momentum macht. Das ist für mich sehr wichtig. Das habe ich Jahre auf der Suche gewesen, nach wie kann ich das Momentum eigentlich zeigen in meiner Chart. Und wenn es blau ist, dann zeigt das, dass das Momentum hoch geht. Wenn es orange ist, dann zeigt das, dass das Momentum nach unten geht. Das ist das Wichtige. Und wenn man das weiß, dann hat man schon 75% von ihren Problemen gelöst. Es kann auch sein hier, das sieht man nie mit einem normalen Moving Average, aber diese macht das wohl, dass der hier horizontal geht. Und das zeigt, dass der Markt hier eigentlich in Balance ist. Denn das heißt, es kann hoch gehen oder es kann nach unten gehen und dann bleibt es orange, geht es hoch, dann soll es blau, dann muss es blau werden. Es kann nicht nach hoch gehen und orange sein. Was wir 100% sicher wissen mit Daytrading, das ist, dass wir immer einen Boden haben und einen Topf haben. Hier auch wieder ein Boden und hier auch wieder ein Topf. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir nicht wissen, wann der Topf kommt und auch nicht, wenn es runtergeht, wenn der Boden kommt. Das wissen wir nicht. Und deshalb versuche ich immer, wenn mein System zeigt, dass sich der Markt gedreht hat, so schnell wie möglich reinzusteigen. Denn desto langer Sie warten, desto mehr Risiken Sie eingehen. Wenn Sie zum Beispiel hier reingehen, dann ist es noch in Ordnung. Aber wenn man hier reingeht, dann weiß man nicht, ob das hier der Top ist. Oder vielleicht hat es höher sein können. Aber es hat auch hier schon geändert können, möglicherweise können sein. Und deshalb soll man so früh wie möglich einsteigen. Entweder mit einer Long-Position oder mit einer Short-Position. Denn man weiß 100% sicher, desto länger man wartet, desto mehr Risiken man eingeht. Hier auf der eine Minute, ich soll es mal inzoomen, so. Hier sehen Sie das Gleiche, auch die PMA, die Proprietary Moving Average, mit der Farbe, die Pfeile hier. Und hier unten habe ich einen Indikator. Ja, das ist eigentlich eine angepasste MACD, MACD, wie man auch sagt. Die haben wir geändert und auch eine andere Einstellung gegeben. Aber der ist für mich 100%, wenn das rot ist hier, dann darf ich nur Short Trades machen. Wenn es grün ist hier, dann darf ich nur Long Trades machen, also kaufen. Ja, und Sie sehen hier diese weiße Linie, das ist die Nulllinie. Und dann gibt es auch hier diese Moving Average. Wenn zum Beispiel die Gray, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, hier diese Linie und diese rote Linie einander kreuzen, dann bekommen hier an der oberen Seite bekommt man rote Punkte. Das zeigt, dass das Momentum nach oben abnimmt. Genauso hier unten. Wenn die zwei einander hier sich kreuzen und man sieht grüne Punkte, dann zeigt das, dass das Momentum nach unten abnimmt. Also wenn man dann hier zum Beispiel noch ein Short Trade eingeht, dann hat man viel mehr Risiken. Und das ist, was ich nicht mag. Und speziell die Risiken, die man vorher sehen kann, die soll man vermeiden. Und das ist eigentlich sehr wichtig bei der eine Minute, dass die Signalen, dass man die kombiniert mit hier unten mit der Indikator. Ich kann zum Beispiel mal etwas zurückgehen. Ja, fangen wir hier mal zum Beispiel an. Hier sehen Sie, dreht sich der Markt, wird der PMA wird orange. Hier haben wir das erste Signal. Und das ist hier der DAX.
waar de volatiliteit im Moment sehr hoch ist, mache ich meine Trades, die bringe ich in im System unten, hier unter der unten der lowest Kurse, oder wenn es einen Kauf sein, dann mache ich das da oben. Also ich schaue hier nach der Low von dieser Candle, ja, das ist 13.530, und dann mache ich 5 Punkte weniger, also auf 25 kommt die Order zu liegen. Ich zeige Ihnen so gleich, wie das geht mit das Order Management. Das ist ungefähr hier. Hier kommt die Order zu liegen. Und dann schaue ich nach unten, ob das hier bestätigt wird. Also das wird hier bestätigt, denn es ist rot unter der Nulllinie. Es gibt keine Punkte. Dann sehen wir hier, das ist dann die erste Minute, zweite Minute, 3, 4 und 5 Minuten. Nach 5 Minuten ist der Order nicht getriggert. Dann cancel ich das. Ja, dann kann man ganz einfach hier auf Stop klicken und dann ist er verschwunden. Dann geht man nach der nächsten. Dann nehmen wir diese hier. Ja, dann machen wir genau das Gleiche. Ja, dann sagen wir wieder, Low ist 35, wird es 30. Das ist hier ungefähr. Und dann sagen wir 1, 2, 3, 4, 5 Minuten. Wird es, das war hier, wird er getriggert. Das, der Low, nein, eigentlich noch nicht. Aber was man hier sieht, bei der zweite hier, dann kommen hier diese Punkte. Und dann kann man am besten so ein Order cancelen. Dann wartet man, bis man wieder ein nächstes Signal bekommt. So wie diese hier. Das ist hier der Low, hier ist Moment, ist 30, also das wird das 25. Ja, das ist hier 1, 2, 3, 4, 5. Sie sehen, das ist eigentlich nicht eine richtige Markt war im Moment um zu handeln. Und das hat alles zu tun mit die Zinsenerhöhung wahrscheinlich in de Verenigde Staten. Deze ook niet, dan mag man dat met deze. En dan kan man weiter gehen naar deze. En hier schauen we nogmaals. De low was 27, also dan wird dat 22. En dan wird er hier getriggerd in de tweede minute. Hier unten sind wir etwas meer als 6 punten im Gewinn. Wenn ich 4 Punkte im Gewinn bin, dann ziehe ich meine Stop Loss, der hier auf 7 Punkte liegt, die ziehe ich nach hier, nach meinen Anfangskursen. Das heißt, dass ich in dem Moment kein Geld mehr verlieren kann. Es sind hier 6 Punkte, also ich habe ein Target Profit, ein Ziel von 10 Punkten, das haben wir hier noch nicht erreicht. Man kann natürlich sagen, in einem Markt wie so heute, ich bin zufrieden mit 5 oder 6 Punkten. Wenn man das nicht gemacht hätte, dann wäre man hier ausgestoppt, auf Break-Even. Nou, das ist kein Problem, denn wenn man Geld verdienen möchte, dann muss man in der Markt sein. Sonst kann man kein Geld verdienen. Aber der Trick ist natürlich, um in der Markt zu sitzen mit so wenig möglich Risiken. Ja, und das machen wir hier, weil wir hier den Stop-Loss nach Break-Even verlegen. Dann sehen wir hier, dass der Markt, dann geht es hier hoch, bekommen wir keine Signale, auch unten, wenn es Signale gegeben hätte hier, dann hätte man die nicht nehmen sollen. Hier geht der Markt wieder nach unten. Und dann sehen Sie hier das erste Signal, das ist in der Chart, ist das in Ordnung, aber unten stimmt das nicht hier. Wir sind immer noch über der Nulllinie, es ist grün und da soll man das nicht machen. Hier bei dieser, hier sind wir, hier wird es bestätigt, hier sehen Sie, unten ist es auf der Nulllinie etwas ganz wenig da unten. Und so ein Trade, das sind oft die besten Trades, wenn es hier durch die Nulllinie geht.
Hier gehen wir wieder nach unten, schauen wir nach der Low, das ist 21. Also das wird 16. Das ist hier. Und dann sehen Sie hier, in der zweiten Minute wird er getriggert. Ja, und hier sind wir auf 9 Punkte. Na, wir haben bei 4 Punkten, machen wir der Stop-Loss schon nach Break-Even. Also dann haben wir keine Risiken mehr. Und hier geht es nach unten. Und hier waren es fast 15 Punkte. Und hier haben wir die 10 Punkte bekommen. Und so, kann man weitergehen. Ja, hier sehen wir das an, hier wieder, dann geht es von rood naar grün. Ja, und zum Beispiel hier, ja, sehen Sie, das wird hier, diese wird bestätigt. Ja, dann kann man das hier machen. Aber wenn man dann zum Beispiel in einer Trade ist und man sieht unten diese Punkte kommen, dann kann man am besten den Trade schließen. Das wäre am besten. Denn man kann natürlich immer hoffen, dass es nach unten geht, wenn man hier verkauft hat. Aber hoffen, damit kann man kein Geld verdienen. Man soll sehr konsequent handelen. Also, Sie sehen hier, bei alle diese Pfeilen gibt es keine Bestätigung. Nou, dann geht es hier wieder hoch. Genau das Gleiche. Dann schauen wir hier nach der Höchstpunkt, das ist 13.500. Also das wird auf 505, kommt dann hier der Order zu liegen. Das ist hier. Ja, und dann geht hier in diese Minute, und dann in der zweiten Minute geht hier mit. Und das waren hier 10 Punkte, hier waren es 12 Punkte. Aber hier hat man die 10 Punkte wieder bekommen können. Und so geht es weiter. Und natürlich gibt es sichere Zeiten, dass man besser traden kann in de Tag. Zum Beispiel, wenn es Lunchtime ist, ja, dann kann man besser nicht traden. Die beste Zeit ist natürlich für de DAX, zum Beispiel morgens, mittags, ab 3 Uhr, 3:30. Ja, ich handele dan liever de Nasdaq. Aber man kann natürlich auch der DAX mittags traden. Hier sehen Sie die Knöpfe von das Order Management. BM, das bedeutet Buy Market, und SM bedeutet Sell Market. Das heißt, dass Sie kaufen oder verkaufen auf dieser Real-Time Kurse. BS und SS, das heißt BS ist ein Buy Stop und SS ist ein Sell Stop. Und das ist, was ich soeben gezeigt habe, dass der Order über den Markt zu liegen kommt. Wenn ich hier zum Beispiel auf BS klicke, Sie sehen hier die grüne Linie, da liegt mein Order. Und das ist, wie ich das hier eingestellt habe. Hier kann man das ganz einfach einstellen, wie man das selber möchte. Ich habe das eingestellt, wie ich im Moment damit trade. Ja, das sind 10 Punkte, hier steht 100, aber das sind 10 Punkte. Das sind 7 Punkte für Stop-Loss und 5 Punkte für Stop-Room. Ja, das ist der Abstand von der Candle nach der Order. Hier kunnen Sie Ihre Lot Size ganz einfach ausfüllen. Sie kunnen so groß oder so klein wie Sie möchten, kunnen Sie handelen. Das kunnen Sie selber machen. Was man auch machen kann, zum Beispiel, das ist bei der Forex-Markt. Wenn man hier zum Beispiel sagt, ich mache 0,5, dann heißt das, dass das System ausrechnet, wie groß die Position sein soll, damit man nicht mehr als ein halbes Prozent verliert, wenn Sie einen Stop-Loss haben von 7 Punkten. Das heißt, wenn Ihr Konto größer wird, dann wird Ihre Position größer, wird Ihr Konto kleiner, dann wird Ihre Position kleiner. Und das ist das optimale Money Management. Und nicht, was manche Leute machen, wenn die Geld verlieren, machen die eine größere Position, um den Verlust schneller wieder zurück zu verdienen. Das ist nicht der richtige Weg. Das ist sehr, sehr gefährlich.
hier mit dieser Knopf, also Sie sehen hier, es wird also durch einmal klicken, kommen drei Order zugleich im Schirm. Hier, wo Sie einsteigen möchten, hier, wo Ihre Target Profit liegt, ja, das können Sie hier vielleicht sehen, und hier unten diese rote Linie, das ist der Stop Loss. Na, jetzt haben wir noch keine Position, denn es macht nichts aus, dass es hier bei dem Stop Loss ist. Der arbeitet nur, wenn wir eine Position haben. Man kann in diesem Moment kann man die Order auch ändern. Das ist kein Problem. Man kann es wieder zurücklegen, wenn Sie das möchten. Und wenn eine Position eingegangen ist, vielleicht kann ich es so mal zeigen, dann sehen Sie hier, kommt zu stehen, ob man Gewinn oder Verlust hat. Ja, jetzt sehen Sie, jetzt geht er hoch, hat er gekauft. Es ist natürlich eigentlich nicht gut, denn ich habe hier ein Sell-Signal bekommen. Denn eigentlich sollte ich das anders machen. Eigentlich sollte ich ein SS hier legen. Das ist ein Sell-Stop. En dan schaut man nach hier diese Kerze. Das ist Low 89. Also dann kommt hier auf 84 soll der liegen. Das ist hier ungefähr. Und dann wartet man, bis der Kurs hierhin geht. Auf dem Moment, dass der Order läuft, dann sieht man hier in rot, oder, was der Verlust ist, oder in grün, was ihr Gewinn ist. Man fängt immer an mit ein kleines Verlust, und das ist der Spread von der Broker. Denn das heißt, dass wenn es hier grün ist, dann ist es auch in Geld für Sie eine Plus. Na, ich möchte, ja, es dauert so lange, weil der Markt jetzt sehr eigentlich faul ist. Eigentlich will er nicht runtergehen und auch nicht echt hochgehen. Jeder wartet ab, was der Fed so gleich machen will. Aber ich soll mal etwas zeigen hier. Jetzt gehen wir kaufen. Buy Market. Sie sehen hier die grüne Linie. Jetzt habe ich gekauft. Hier sehen Sie. Das ist der Spread 0,9. Nou, het gaat naar unten, wordt het etwas größer, gaat het hoog, vielleicht wordt het grün. Het is natuurlijk niet richtig, wat ik im Moment mache, aber wir haben nicht, wenn ich darauf warten soll, dann müssen wir vielleicht noch eine Stunde warten. Sie sehen es auch hier auf die 5 Minuten. Ja. Es kann hier kann ein Boden sein. Es kann auch jetzt etwas hoch gehen. Im Moment ist auch sehr wenig Umsatz auf den Märkten. Denn jeder ist sehr, sehr vorsichtig. Na, Sie sehen, es bewegt eigentlich nicht. Na. Geht es etwas hoch? Nicht. Nou, dan gaan we weiter. Nou, Sie sehen, ja, jetzt sehen Sie an. Dan wird es grün hier. Jetzt wird es grün. En dat heißt, dass es auch in Geld ein Plus ist. Hier, jetzt, okay. Wenn man sagt, okay, das mag ich, ich möchte die Gewinn haben, dan klickt man auf Stop, ist alles verschwunden, und dann hat man die 1,6. Die Gewinn, das hat man jetzt im Taschen. Ich zeige mal, wie man das mit der Forex macht. Zum Beispiel, ich habe hier, das sind 5 Valuta-Paaren, Valuta-Pairs. Hier Euro-Dollar, Pound-Dollar, US-Dollar, Yen. Und Dollar, Schweizerische Frank. Das ist alles 5 Minuten. Ich handle hier auf der Forex im Moment auf 5 Minuten. Die kann man auch auf eine Minute handeln, aber ich mag im Moment die Forex lieber auf 5 Minuten. Und das mache ich dann in Zusammenhang mit der 1 Minute. Die habe ich hier unten stehen. Und dann schaue ich bei der 1 Minute nicht nach der Grafik, sondern nur brauche ich die Indikator.
Dann zeige ich, möchte ich Ihnen etwas zeigen. Ja, zum Beispiel hier sehen Sie bei der Dollar, Schweizerische Frank. Wir haben hier zum Beispiel ein Buy-Signal, ein Kaufsignal. Aber hier unten sehen Sie auf der eine Minute, dass das Momentum im Moment abnimmt nach oben. Und dann kann man besser warten. Wenn es bei dieser nächste wieder, wenn es keine rote Punkt gibt, dann kann man hier reingehen. Und so kann man in diesem Moment etwas Risiko einschätzen. Wie in Holland sagen wir, dann kann man scharfer an der Wind segeln. Ich weiß nicht, wie man das in Deutsch sagt, aber vielleicht verstehen Sie, was ich meine. Also man kombiniert ein 5 Minuten mit dem Indikator von die 1 Minute. Hier sehen Sie, hier bekommen wir in der Euro-Dollar ein Sell-Signal. Das wird bestätigt hier. Und dann kann man hier, legt man hier ein Verkauforder ein. Auch das soll nicht arbeiten im Moment. Denn auch die Forex-Markt ist auch natürlich ganz ruhig im Moment. Dann gibt es auch noch der Kryptomarkt. Ist natürlich im Moment auch sehr beliebt bei sehr vielen Leuten. Vielleicht bei einigen etwas weniger, weil der Kurs etwas runtergekommen ist im Moment. Aber es ist für Trading ist das auch sehr interessant. Und ich sage immer, es interessiert mich eigentlich nicht, was ich trade. Entweder der Bitcoin, entweder der DAX oder etwas anderes. Aber es soll nur Volatilität haben. Das ist für einen Trader wichtig. Und eigentlich macht es nicht aus, welches Produkt das ist. Hier sehen Sie zum Beispiel, ich verwende hier bei der Bitcoin nicht die eine Minute. Ich habe hier eine 5 Minuten und dann habe ich hier rechts oben eine Stunde Grafik. Und hier ist das 4 Stunden, hier unten. Aber zum Beispiel hier auf der 5 Minuten sieht man für Daytrading, sieht man, wenn es hier zum Beispiel durch die Nulllinie geht, wird es grün, und dann sieht man hier, was für eine ganz große Bewegung man hat. Man sieht es hier wieder genau das Gleiche. Wenn es hier durch das Rote geht, dann darf man nicht kaufen. Man soll warten, bis man eine Bestätigung hat. Hier sehen Sie, hier geht es wieder durch de Nulllinie nach unten. Hier was es etwas kleines grün. Und Sie sehen, gleich geht es wieder ganz schnell nach unten. Das ist ein ganz großes Unterschied, zum Beispiel mit der DAX und mit der Nasdaq. Die Bewegungen in der Kryptomarkt und speziell in de Bitcoin sind im Moment natürlich ziemlich groß. Und das heißt, dass es auch Möglichkeiten gibt. Man soll das möchten. Man soll wissen, wie man das handeln soll. Und deshalb ist es sehr gut, wenn man ein System hat, was kein Gefühl hat und was nur auf Fakten eigentlich die Pfeile gibt. Robert, willst du noch etwas sagen über den Kryptomarkt? Ja, ich bin wieder wach geworden, wenn ich die Grafik von Bitcoin sehe. ja, ich habe noch eine Frage von Nikodem, die hat gefragt, so which are the trades on the chart? Welche sind dann die Trades? Also das war mit vorigen, denke ich, aber vielleicht kannst du das zeigen hier, was die gültigen Signale sind. Ich denke, dass zum Beispiel in der Mitte geht die MACD von rot nach grün bei dem Umschlag von nach Lund. Ja, da bekommt man sehr gute Signale. Und ich denke, die zweite Ausbruch, ein bisschen nach rechts, da gibt es auch die Signale. Links, in der Mitte. Ah, hier, ja. Nein, in der Mitte, rechts, ein bisschen rechts. Ja, da, und dann gibt es einen Flag und dann die nächste Pfeile. Die nächste Pfeile. Also das ist zum Beispiel, das ist ein,
Ja, das ist sehr gut. MSCI ist grün. Ja. Ecodem und ein Pfeil. Und weil die Bitcoin sehr schnell handelt, Alois bewegt, gehe ich dann mit dem Market Order ja, einlegen. Ich weiß nicht, ob du das mit dem Buy-Stop auch macht, wie den DAX. Ja, das kann man sogar hier mit BM und SM macht man das, hè? Dann kann man Market ja. handeln. Ja, ich denke auch, die Pfeile da, das gibt eine Rallye von wie viele Punkte sind das? 1000 Punkte ungefähr? Das sind sehr, ich kann nicht so gut lesen, ja, das ist aber sehr fast, viele. Fast 1000, 1000 Dollar ist das fast hier. Ja, ja, ja. Und man kann natürlich auch mit kleinen Positionen handeln. Ja. Dankeschön für die Frage, Nicodem. Ich hoffe, dass es klar ist, wie die Signale funktionieren. Und Detlef fragt, warum nicht H4 oder D1? Ist doch entspannter. Ja, Sie können natürlich das System auch mehr für Schwingtrading machen. Und das ist Detlef auch, was ihr möchtet. Und ich bin ein Trader, ich mache auf 5 Minuten mit Bitcoin. Aber man kann natürlich auch H4 oder D1 machen. Und Alois hat auch Aufmerksamkeit gemacht, dass H1 ist sehr gut, hè? Auf Bitcoin. Ja, ja hier, eine Stunde Grafik. Das sieht man hier auch, hè? Ja. Hier ja. sehen Sie, hier hat es eigentlich angefangen hier. Ja, und dann sieht man eigentlich, dass hier war sehr wenig Volatiliteit. Ja, aber man sieht dann hier, ja, das, wie hier war dat auch wieder, ja, diese. En deze worden niet bestätigt hier, maar deze pfeil, die worden hier ook bestätigt. Ja, want ze zijn dan, dat waren een ganz grote schwung naar unten. Ja, ja, en nog etwas anders. We hebben ook angefangen met horizontale Linien. Dat ziet man hier ook. Die Markt bricht durch een ja, sehr wichtige Supportzone, Unterstützungszone. Aber das ist Unterstützung, bis sie natürlich durchbrochen wird. Und man sieht auch, dass die Markt nach unten geht. Denk an Jesse Livermore, mit Momentum nach unten nicht so schnell zu kaufen. Und die PMA, die orange Linie, die orange Linie ist immer orange. Und man geht man nicht kaufen. Und wenn die MACD unten rot ist, geht man nur immer gucken nach Short-Signalen für Verkaufen. Wer von euch findet das System ja, eigentlich interessant? Eine gute Zufügung für die Tools. Und ich denke auch, Alois, dass die zugefügte Wert ist natürlich die Indikatoren, aber auch das Handelsknöpfchen-System. Ja, ja, das ist die Trade Dashboard, das sind die Knöpfchen für Handeln, ja. Sehr schnell handeln. Ja, dass man einmal das einlegt, ja. Das hier okay. ist der Nasdaq. Ja, Sie das sehen, ist Nasdaq. Ja, eigentlich macht es keinen Unterschied, was für einen Grafik Sie haben. Sie sehen, das System ist im Grunde genommen gleich. Denn das System schaut nicht nach das Produkt, sondern nur nach die Volatilität der Markt. Und auch wenn Sie zum Beispiel Swing Trading machen wollen, kann man das auch verwenden. Man kann hier zum Beispiel, hier auf der Nasdaq, kann man das auch sagen, ich mache das zum Beispiel auf eine Stunde hier. Und dann hat man hier diese Linie, die vertikale Linie, das, die F ist von Frankfurt und die L ist von London Opening. Mhm. Aber das kann man alles ganz ein... kann man ausschalten, ne? Ja. Das macht man hier via Indicator List. Ja. Alles ist auf een andere Schirm. Das sind hier die Display Sessions. Wenn man das als false sagt. Ja, dann sind Linien weg, hè? Ja. So. Dann ist es ganz ruhig. Und ja, so kann man auch noch eine 4-Stunden-Grafik von machen. Aber man bekommt immer die Pfeile und das System. Ja.
Also, möchte gerne einige Hände sehen. Wie findet das auch sehr interessant, das System? Vielleicht heutzutage oder entweder in Zukunft auch. Eine andere Frage: Wie handeln Sie jetzt? Auf Basis von welcher Sachen? Ist das Fingerspitzengefühl? Ist das nur Grafiken? Ist das mit einem Indikator? Kann man das auch natürlich einen Chat einfügen, vielleicht? Und kann vorhin das Bescheid sagen. Kann ich deinen Schirm aufpacken, vielleicht? Ja, Übernehmen? natürlich. Ich gehe Ihr macht das deine. schon so selbstständig, da muss ich gar nicht mehr helfen. Nein, das ist ja natürlich. Aber also die Frage ist, Florian, wie man jetzt handelt, auf welche Indikatoren zum Beispiel oder News oder Nachrichten oder etwas anderes oder auf System zum Beispiel. Aber das ist ganz schwierig zu beantworten. Also es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Kunden, die handeln tatsächlich rein nur auf technische Analyse. Ja, also gar nicht, was News angeht oder sowas. Und dann gibt es halt Nein, Kunden, die machen ja. komplett Fundamentalanalyse und es ist egal, wie der Chart aussieht und machen die nur auf Fundamentaldaten. Ja, natürlich. Also Und es. die Gruppe hier in der die Teilnehmer, die kann das auch einschreiben. Ja. Sind ein bisschen zurückhaltend heute. Ah, okay, dann Feierabend, Feierabend. Also wir sind Genau. fast am Ende. Also wir haben die Vorteile schon beobachtet. Also man bekommt mit dem System nicht nur das System, auch Unterstützung mit dem Membership-Site ist hier. Und wir haben auch ein Channel, ein Telegram-Channel. Das können Sie mit der mit dem QR-Code können Sie das auch gucken. Ich habe die Frage davor. Ich muss auch weg machen. Okay, ja, danke schön. Sie bekommen auch hier einen Laserpointer. Hier gibt es einen QR-Code. Sie können das mit dem Handy einladen mit dem Fotograf, mit der Kamera. Also, wir haben einen Channel für jeden, für Informationen. Und auch Alois postet die Punkte in dem Morgen. Und es gibt auch eine Trader-Gruppe, das ist exklusiv für unsere Kunden. Also, man bekommt auch natürlich Trading-Regeln, die sehr wichtig sind für Trading-Success, Erfolg. Und das hier ist ein Bonus-Sheet, was Sie auch bekommen jetzt, wenn Sie in der Form auch angeben, ich möchte gerne etwas wissen über das System. Und das komplette Paket von uns, das ist inklusiv ein Online-Coaching-Session. Wir helfen mit Installation von MTW. Und das machen wir natürlich in Kombination mit MT4. Und das ist verfügbar durch FXRED. Und Sie bekommen danach natürlich auch Support. Ich habe nächste Woche auch wieder Kunden, muss ich helfen, auch aus Deutschland. Und wir haben auch einmal pro Monat Q&A-Session auf Deutsch oder Holländisch. Und das sind verschiedene Webinars und das geben wir sehr gut. Also, Sie bekommen auch Zugang zum Telegram-Gruppen und zum Channel. Und die Membership-Site und Sie bekommen auch Instruktionen für ein Anbuch. Und die Investition beträgt 877,25 inklusive Mehrwertsteuer. Und das ist ein vollständig installiertes, schlüsselfertiges Handelssystem. Man braucht nicht so viel Zeit, um das zu lernen. Das kann man on the fly machen mit Demo-Account oder Live-Account. Und das sind einmalige Investitionen, keine zusätzlichen Kosten für die Updates und keine versteckten Kosten. Das System ist einmalig und dann kann man das bekommen für 870,25 Euro. Und
auch mit Updates in der Zukunft bekommen Sie das da auch dabei. Wir machen das Training für Sie einfacher, weil Trading an sich ist nur, ja, ist nicht sehr, ja, ist nicht sehr leicht natürlich. Und Sie wissen das auch vielleicht. Gibt auch nochmal die QR-Code für die Form. Gehe ich mal in der Bonus Sheet machen. Das gehe ich auch kopieren. Und ich weiß nicht, ich sehe etwas flicken hier. Das ist eine Frage, denke ich. Question. Genau. Ja, von Mark, die fragt. Ja, nein, Nikodem war spät, war früher. Schnelle Hände. What is the main principle of the PMA? So, what is, okay, was ist der wichtige, hauptsächliche Prinzip von der PMA, Alois? Kannst du das erklären? Das ist eine Frage von Nikodem. Die meinst, wie wir das gemacht haben. Ja, das ist eigentlich. Nein, ein Prinzip. Was ist Prinzip? Momentum ist das. Momentum messen, oder? Ja, das ist das eigentlich das Prinzip. Ich habe immer versucht, um das Momentum zu messen. Und das habe ich in Zusammenarbeit mit meinem Programmeur gemacht. Und wir machen auf der sagen wir, das sieht man nicht in der Chart, aber im Hintergrund wird das natürlich berechnet. Und was für uns sehr wichtig war, wie können wir das Momentum messen? Und wir versuchen das zu messen, ob das Momentum nach unten geht oder nach oben geht. Und das ist, was wir hier machen eigentlich. Und man kann auch verschiedenes einstellen nach eigener Idee. Das kann man hier alles machen. Hier kann man auch Sachen ändern. Aber standaard, wie ich damit arbeite, wird es geliefert. Und man kann natürlich auch door verschiedene Änderungen hier zu machen, kann man auch de Art vom System ändern. Aber, ja. Ja, ja, okay. Ja, ich habe noch eine sehr wichtige Frage. Interessante. Die Chat bin ich, ja, die habe ich nicht mehr. Aber ich, da war auch, ist es der Indikator, ist das auch möglich, um das via eine EA zu machen? Genau. Expert, wie heißt das? EA? Expert Advisor. Eine interessante ja. Frage, interessante Frage, Alois. Ja, nou, hier, dat is schon een EA, dat is order management, dat is schon een EA. Ja, maar ik denk dat de vraag is of dat ook met signalen, dat met EA, dat man dat automatisch volgen kan. Ja, dat is zeer schwierig. Ik heb dat schon meer dan een jaar sinds we daarmee uitproberen. Aber das Problem ist, wir haben hier einen technischen Trick gemacht, denn das hier ist eine Minute Grafik, aber wir schauen auch nach die 5 Minuten. Und das ist das Problem, um das zu automatisieren. Da haben wir noch keine Lösung für. Aber vielleicht noch kommt nicht. Das in der Zukunft. Noch nicht. Ja. Noch nicht. Stimmt. Sind noch immer andere scharfe Fragen jetzt? Florian? Nee. Eine andere Frage ist jetzt nicht mehr reingekommen. Ich denke, dass die Leute fertig sind für den Feierabend. Morgen ist ein Feiertag oder nicht? Genau, morgen ist ein Feiertag bei uns. Ich denke, jetzt so in den Abendstunden, Sonne wird langsam weniger. Die Leute wollen alle raus in den Biergarten. Ja, natürlich. Ich bin hier in Manila, hier gibt es 1:10 Uhr in der Nacht. Also, aber ich möchte die Attendees auch, die Teilnehmer, danken für ihre Zeit. Natürlich, Alois, auch für deine gute Präsentation, wie immer. Und Florian, wie immer, auch die sehr gute Leitung für diese Sitzung. Gerne, gerne, gerne. Dann kann jeder von euch noch ein Wort zum Abschluss sagen und dann mache ich mein Schlusswort. Ja?
Ja, natuurlijk. Herzlichen Dank voor Ihr Interesse in ons systeem. Want als ik in zaken kan, mensen meer privaat informatie hebben mochten, schikken ze ons of ik slet een e-mail, dan dat is geen probleem. Ja, Robert of ik kan Ihnen een privaat presentatie geven. En verder zeg ik zu Ihnen, wenn Sie traden, zorgen Sie dafür, dass Sie konsequent handelen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und ja, ich habe nicht so viele Wörter. Ich möchte sagen, genießen Sie von den Tag, von Feiertagen und Wochenende und Prosit und viel Erfolg mit FX Flat und Ja, Bis zum nächsten Mal. ich danke euch beiden fürs Webinar und ja, Dankeschön. ich habe nichts hinzuzufügen. Haben Sie alle einen schönen, entspannten Abend. Genießen Sie die letzten Sonnenstunden. Wie immer, gesund bleiben, auf die Positionen aufpassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Dankeschön. ciao. Ciao, ciao. Guten Abend.